Hallo und herzlich willkommen bei Odo TV. Heute möchte ich euch mal wieder ein Daypack vorstellen und ausgesucht habe ich mir diesmal das Fastpack Lightspeed von der Firma Triple Ord Design. Die amerikanische Firma TED hat ja einen recht guten Ruf im Bereich der taktischen Rucksäcke wegen ihrer sehr guten Verarbeitung. Und der Fastpack Lightspeed, der ist da keine Ausnahme. Er ist komplett aus 1000D Cordura gefertigt und dazu auch noch sehr gut verarbeitet. Bevor wir uns jetzt den Rucksack aber gemeinsam anschauen, noch mein Dank an die Firma tagwork.com aus Berlin, die mir den Rucksack freundlicherweise für diesen Test zur Verfügung gestellt hat. Werfen wir zunächst einen Blick auf das Tragegestell. Wie viele andere Rucksäcke dieser Größe auch, so besitzt der Fastpack Lightspeed kein Tragegestell, sondern lediglich eine verstärkte Rückenpolsterung. Getragen wird das Gewicht daher hauptsächlich von zwei nicht höhenverstellbaren Schultergurten, die ergonomisch geformt sind. Diese sind mit einem flexiblen Brustgurt versehen, der sich stufenweise an die eigenen Bedürfnisse anpassen lässt. Darüber hinaus besitzt der TED-Rucksack einen einfachen Hüftgurt. Dieser kann auf Wunsch komplett abgenommen werden. Mittels zweier seitlicher Lastkontrollriemen lässt sich das Gewicht näher an den Rücken bringen. Auch an den Schultergurten sind dazu zwei Ladekontrollriemen angebracht. Kommen wir zum Material. Der Fastpack Lightspeed ist aus extrem robustem 1000D Cordura Nylon gefertigt. Alle Nähte sind sauber verarbeitet, doppelt genäht und teilweise auch nach innen gefasst. Die Reißverschlüsse des TED-Rucksacks sind Markenreißverschlüsse von UKK. Bei den Schnallen kommen bruchsichere Schnallen von ITV Nexus zum Einsatz. Die untere Rückenpartie, die Öffnung für den Trinkschlauch und der Tragegriff sind mit Hypalon verstärkt, einem extrem widerstandsfähigen Elastomer. Das Gewicht des Rucksacks beträgt 1578 Gramm. Gehen wir zum Abschluss nun endlich auf die Ausstattung ein. Der Triple Ord Design Fastpack Lightspeed bietet insgesamt 4 Taschen. Oben an der Vorderseite ist zunächst einmal eine kleine Tasche, auf die schnell zugegriffen werden kann. In ihr befinden sich einige Fächer, um Dinge sortiert aufzubewahren. Als nächstes verfügt der Rucksack über ein geräumiges Hauptfach. Darin enthalten ist eine Tasche für ein Trinksystem. Ein passender Auslass befindet sich oben am Rucksack. Darüber hinaus bietet das Hauptfach noch je 2 Ösen und Schlaufen sowie einen Haken für Wertsachen. An der Rückseite der Front sind dann noch 2 große Netztaschen angebracht. Diese sind mit einem Reißverschluss verschließbar. An der Vorderseite besitzt der Fastpack Lightspeed außerdem noch ein Außentransportsystem. Darin kann zum Beispiel ein Helm oder wie hier eine Kompressionstasche eingeklemmt werden. Wird es nicht benötigt, so kann es komplett abgenommen werden. Unter dem TED-Rucksack kann dank 2 Schlaufen und 4 Spannriemen mühelos weitere Ausrüstung angebracht werden. Darüber hinaus ist der Fastpack Lightspeed an der Front, den Seiten sowie unten mit Perlstreifen versehen, an denen weitere Ausrüstung befestigt werden kann. So lässt sich das Volumen und die Flexibilität etwa mit diesen Pelztaschen von Tasmanian Tiger weiter erhöhen. Auf der Fronttasche verfügt der TED schließlich über ein breites Klettfeld, an das Patches befestigt werden können. Insgesamt verfügt der Fastpack Lightspeed über ein Volumen von 21,3 Litern. Problemlos konnten wir so etwas Kleidung, 2 Mahlzeiten, einen Wasserfilter, einen Kocher, eine Isomatte, ein Hammock, einen Schlafsack, Handtücher und eine 2 Liter Trinkblase im Rucksack verstauen. Kommen wir zum Fazit. Der Triple Ord Design Fastpack Lightspeed hat uns sehr gut gefallen. Er überzeugt vor allem durch eine sehr hohe Fertigungsqualität und eine enorme materielle Robustheit. So etwa wird die Front gleich durch 2 Lagen Cordura geschützt und auch die Netztaschen im Innern sind aus einem dicken Stoff gewebt. Ebenfalls top sind die vielen kleinen Details wie etwa die Perlstreifen an der Unterseite
oder auch die Klettverschlüsse an allen Spannriemen des Rucksacks. Bei der Anzahl der Taschen beschränkt sich Ted auf das Nötigste und garantiert so einen schnellen Zugriff auf die Ausrüstung. Die gute Erweiterbarkeit mittels Pals und das abnehmbare Außentransportsystem sorgen darüber hinaus für eine hohe Flexibilität. All das drückt allerdings nicht nur aufs Gewicht, sondern auch auf den Preis. Trotzdem bleibt der 259 Euro teure Fastpack Lightspeed eine echte Empfehlung für alle, die ein Daypack fürs Leben suchen.